Zeit für den Videokurier. Nächtlicher Dienstbeginn in einem Bahnbetriebswerk zur Dampflokzeit. Ölglänzender Stahl einer 5830 reflektiert eine spärliche Beleuchtung. Die Nacht macht Dampflokomotiven zu Ungetümen, die wie Lebewesen aus der Urwelt schwer atmend und zischend daherkommen. Die Ära, als alle Züge noch mit Dampf gefahren wurden, liegt lange zurück. Die Dampflokzeit erscheint uns heute wie ein Märchen, war aber früher normaler Alltag bei der Eisenbahn. Drehen wir die Zeit zurück in das Jahr 1965 und lassen die eindrucksvolle Atmosphäre der Dampflokzeit auf uns wirken. Unser Tag, der wie bei der Eisenbahn üblich um 0 Uhr begonnen hat, ist schon einige Stunden alt, als wir 5830-47 in Adorf treffen. Adorf gibt es wirklich und nicht nur auf der Modellbahn als Nachbarort von B-Stadt. Es liegt im Vogtland an der Strecke Plauen-Eger. 5830-47 soll einen Güterzug nach Bad Brambach an der tschechischen Grenze bringen. In Adorf werden die Güterzüge für den grenzüberschreitenden Verkehr abgefertigt. Die Strecke Richtung CSD hat Steigungen mit 1:40, sodass die 5830 eine Grenzlast von 600 Tonnen Zuggewicht befördern muss. Das ist nicht viel Anhängelast, kann doch die Lok in der Ebene 2000 Tonnen ziehen. Grenzlast bedeutet das Zuggewicht, das der jeweilige Loktyp bei jeder Witterungsbedingung noch sicher bergwärts befördern kann. Der Lokführer der 5830 ist gerade von der Lokfahrschule zurück. Er hat nun die Reglerberechtigung. Für seinen ersten Dienst hat man dem Neuling einen alten Hasen, einen erfahrenen Lokführer mitgegeben, da die Eisenbahn schließlich kein Risiko eingeht. Thank you.
Noch hat der Heizer Pause. Im Stand hatte er das Feuer gut vorbereitet, das jetzt durch den Saugzug bei der Anfahrt erst richtig scharf wird. Der junge Lokführer hat Schwierigkeiten, die Kraft der 58 auf die Schienen zu bringen. Da muss der erfahrene Spezialist eingreifen. Und nun bekommt auch der Heizer wieder Arbeit. Die Lok schreit nach Dampf. Der Zug ist in Fahrt, entlassen wir ihn ins Dunkel der Nacht und wenden uns einem anderen Kapitel der Dampflokzeit zu. Nördlich von Adorf, ebenfalls an der Elstertalstrecke gelegen, ereignet sich in Wünschendorf dieses Spektakel. Der mit 03001 bespannte Güter- und Expressgutzug nach Greiz hat gerade den Personenzug nach Werdau überholt. Beide Züge streben für kurze Zeit nebeneinander im Elstertal ihren Zielen entgegen. Der Personenzug mit der 38 verlässt bald das Tal in Richtung Werdau. Der Güter- und Expressgutzug, kurz GX mit der Nummer 2909, mit der Leipziger 03, folgt der Elster bis zum 20 Kilometer entfernten Greiz. Lokführer Hans-Jürgen Guder fährt lieber mit der 03 nach Berlin. Da kann er sie richtig sausen lassen. Für ihn ist die Magistrale Leipzig-Berlin doch interessanter als diese Runkelrübenbahn durchs Elstertal. Ein Detail der Dampflokzeit: Es gibt zwar keine Universaldampflok und doch erlebt der Betrieb selten eine absolut gattungsgerechte Bespannung. Immer wieder kommt es vor, dass eine Güterzug-Dampflok einen Schnellzug fahren muss oder gar eine 03 einen Güterzug. Nun ist der GX 2909 zwar kein Güterzug, doch die mitgeführten Güterwagen der Bauart Oppeln begrenzen die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h. Für Heizer Lothar Walter ist diese nur 300 Tonnen schwere Fuhre auch nicht von Pappe, geht die Strecke doch immer bergauf. Kurz vor Greiz wird der Schlossbergtunnel durchfahren. Dahinter folgt der Bahnhof. In der Bahnhofseinfahrt von Greiz trifft 03001 auf den wartenden Nahgüterzug nach Gera, der mit 57-21-56 bespannt ist. Der Postzug wird nun mit einer anderen Dampflok weiter nach Zwickau befördert werden.
Die 03 und ihr Personal haben erst einmal Pause, ehe sie zur nächsten Leistung nach Gera zurückrollen. Greiz hat zwei Leihloks der Baureihe 57 erhalten. Die preußischen G10 sind hier unüblich und in den 60er Jahren eigentlich nur im Norden heimisch. Lokführer Hans-Jürgen, gefallen die Dinger gar nicht. Da ist ja noch so ein hässlicher Stoß. Guten Tag miteinander. So, nun nichts wie ab in die Kantine, bevor wir wieder nach Leipzig fahren. Hängst du ab, dass es schneller geht, oder wollen wir Frau Schierer? Ja, ich würde sagen, ich werde abhängen. Der Bahnhof Greiz liegt in einer langgestreckten Kurve. Steht ein Zug in einer solchen Kurve, werden die Puffer auf der Innenseite zusammengedrückt und die Kupplungen gestrafft. Eine derart vorgespannte Kupplung zu lösen, erfordert viel Kraft. So hätte der Lokführer den Wagenpark anbremsen, mit der Lok zurückdrücken und somit die Kupplungen entspannen können. So, da können wir vorfahren. Unter der Bahnhofsbrücke setzt 03 001 um. Als Rangierfahrt geht es ins Bahnbetriebswerk. Der Lokschuppen befindet sich direkt neben der Brücke. Die zugehörige Drehscheibe ist gerade lang genug für Länderbahnlokomotiven. Die 03 passt aber nicht auf die 18 Meter Scheibe. Erst in Gera gibt es die nächste Möglichkeit, die große Einheitsschnellzuglok zu drehen. Greiz wird die Perle des Vogtlands genannt, weil es sich im Zuge der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert zu einer florierenden Textilstadt entwickelt hatte. Der Reichtum spiegelt sich in den Wohn- und Geschäftsbauten wider, die sich im Talkessel der Weißen Elster rund um die klassizistische Stadtkirche drängen. Greizer Stoffe gehen in alle Welt. Direkt unterhalb der Verbindungsstrecke Greiz-Neumark-Werdau liegt diese große Textilfabrik. Auf der Drehscheibe wird gerade die Rangierlok gewendet. 57-32-97 ist eine von nur 100 im Jahre 1965 bei der DR vorhandenen G10. Wie die meisten Preußen besitzt die Lok ein Dach ohne Lüftereinsätze. Unser 03-Personal hat inzwischen die Lok versorgt und abgestellt. Jetzt wartet die Kantine auf die beiden schwarzen Männer. Die Verbindung Leipzig-Bad Brambach wird auch von internationalen Zügen nach Karlsbad, Karlovy Vary befahren. In dieser Relation werden Triebwagen eingesetzt. Einen solchen Zug erwarten wir in Wünschendorf. Im Ort führt die alte Straßenbrücke in Holzbauweise über die Elster. In Deutschland wurde Holz als Brückenbaustoff für Staatsbahnen nicht verwendet, sieht man von Behelfskonstruktionen ab. Die Eisenbahn baute auf Stahl und Stein. Im Bahnhof Wünschendorf ist die Durchfahrt für den Triebwagenzug nach Karlsbad gezogen.
Der SVT, ein Schnelltriebwagen mit Verbrennungsmotor der Bauart Hamburg, setzt auch 1965 noch Maßstäbe in puncto Eleganz und Reisekomfort, die bei der Reichsbahn nie wieder erreicht werden sollten. Der Triebwagenführer hat zwar einen guten Blick nach vorn, sitzt aber beengt wie in einem U-Boot vor dem 12-Zylinder-Maybach-Motor. Der Triebwagen ist zweiteilig, hat zwei Motordrehgestelle, die Strom für das mittlere Antriebsdrehgestell liefern, das als Jakobsgestell beide Wagenenden aufnimmt. Hinter dem Lochguttunnel verläuft die Strecke durch unberührte Landschaft. Das Personal des SVT kann sie jedoch nicht so richtig genießen. Irgendetwas ist heute faul mit der Maschinenanlage. Die fliegenden Züge sind schließlich auch nicht mehr die jüngsten. SVT 137-225 stammt von 1935, ist also 30 Jahre alt und am Ende seiner Nutzungszeit angelangt. Kurz vor Berga geht plötzlich nichts mehr. Die Maschinenanlage bringt keine Leistung, der Zug kommt zum Stehen. Ist denn der Zug kaputt? Scheiße! Was ist passiert? Was ist denn hier wieder? Was ist denn los? Habt ihr keine Lust mehr? Der Motor ist ein Eimer! Wir brauchen einen Ersatz. Na prima, schöner Feierabend. Warum stehen wir hier eigentlich? Wir haben Maschinenschaden. Wie bitte? Ich werde jetzt eine Ersatzlok anfordern. Ja, dann sehen Sie mal zu, ne? Ja. Während sich das Triebwagenpersonal auf die Fehlersuche begibt, läuft der Zugführer zum Streckenfernsprecher, um von dort aus den nächsten Fahrdienstleiter zu verständigen. Es muss schnellstens eine Hilfslok her, damit die Strecke wieder frei wird. Die zuständige Dispatcherleitung sitzt in Saalfeld und hat den Überblick, welche Lok gerade in der Nähe einsatzbereit ist und für die auch ein Lokpersonal zur Verfügung steht. Ja. Der Schlauch geplatzt. Und das war Ofen aus. Jawohl, alles klar. Gut. Die Wahl fällt auf die im BW Greiz stehende 03001. Das Personal dafür ist auch in der Nähe. Lokführer und Heizer machen Pause in der benachbarten Kantine. Die Anforderung nach der dringlichen Hilfslok ist dem BW-Chef Herrn Müller übermittelt worden, der nun eiligst das 03-Personal aufsucht. Leute, Leute, der Triebwagen ist liegen geblieben. Das ist noch gut, dass ihr noch da seid. Hört mal auf mit Essen und seht zu, dass er rausfahrt. Ist denn die Klinge wieder liegen geblieben? Ich kann sich ändern. Kann voll die Meinung, der Triebwagen ist liegen geblieben. Esst da schnell auf und macht los. Scheiß Diesel. Der Triebwagen liegt in Berger. Vielleicht könnt ihr mal nach Berger fahren. Scheiß Diesel, Freunde, das geht nicht. Nein, ja, das war Feierabend. Das heißt, es ist auch wieder ein Tür. Dann wird es voll, ja? Soll, ja. Dann haben sie wieder ein Sprechgespräch.
Heizer Lothar nimmt den zusätzlichen Dienst gelassen auf. Unregelmäßigkeiten kommen bei der Eisenbahn immer wieder vor. Würde ihn das stören, wäre er bestimmt kein Eisenbahner geworden. Jetzt geht es um die Wurst. Da ist erst einmal ein kühler Kopf gefragt. So rennen die beiden auch nicht zu ihrer Lok. Die Stolpergefahr in den Gleisen wäre viel zu groß. Bei den Unregelmäßigkeiten auf der Eisenbahn lauert die Unfallgefahr hinter jeder unbedachten und übereilten Handlung. Jetzt ist das tägliche Einerlei des Dienstplanes zu Ende. Wie war das denn noch neulich im Dienstunterricht? Welche Befehle sind nötig, wenn zwei Züge im selben Streckenabschnitt unterwegs sind? Die 03 fährt ja auf freier Strecke auf Sicht an den stehenden SVT heran. Einen alten Hasen macht so etwas nicht nervös. Der hat die richtige Fahrdienstvorschrift im Geiste schon durchgespielt. Tendertür zu und dann los. Nein, auf der Dampflok geht das doch nicht wie bei der elektrischen Modellbahn. Ein paar Handgriffe müssen schon ausgeführt werden. Bremse los, Luftpumpe auf und dann muss das Feuer vorbereitet werden. Das alles braucht seine Zeit. Druck haben wir ja, aber das Feuer ist gleich aus. Das spannt die Woche einmal aus. Wir werden den Triebwagen dann schön Dampf machen. Mit ihrer Schöpfekette. Ah, ja. Da steht er nun, der kranke Vögel. Wenige Meter vor dem SVT kommt 03001 zum Stehen. Am Tenderhaken muss erst die Notkupplung befestigt werden. Die Schnelltriebwagen werden untereinander mit Hilfe der automatischen Scharfenbergkupplung zusammengehängt. Weil die Triebwagenzüge keine Puffer haben, muss diese Kupplung nicht nur den Zug, sondern auch den Stoß aufnehmen können. Oder ich mach das, ich hab die Handschuhe an. Mal durchblasen kurz. Die Luft kommt. Luft kommt. So, noch mal. Lang, geh mal ran. Was?
Zunächst steht eine Bremsprobe an. Der Triebwagen wird ja nun mit Hilfe des Führerbremsventils von der 03 ausgebremst. Dann erfolgt, wie bei jeder automatischen Kupplung, eine kurze Anfahrt, um festzustellen, dass sie verriegelt ist. Haben wir denn die Möhre am Haken? Ja, die kommt hinterher. Na dann festhalten, es geht los. Mit 40-minütiger Verspätung geht die Reise des SVT unter Volldampf weiter. 03001 wird den Zug bis ins 20 Kilometer entfernte Weischlitz schleppen. Lok und Personal müssen dann noch zum normalen Dienst nach Gera. Ob sich der Lokführer an die Werbung aus den 30er Jahren erinnert? SVT hat Durchfahrt, 03 folgt im Blockabstand. Heute ist das anders. Unsere 03 hat Durchfahrt, der SVT hängt am Tender.
11:30. Mein lieber Schwan, schon wieder eine Baustelle. Jetzt Feuer, wo der Tunnel kommt, hör dann aber wieder auf. Eine 03 vor einem SVT, das kommt nicht oft vor. Im BW Greiz ist der Donnerhall der 03 schon zu hören. Die Vorbeifahrt gerät zum Spektakel. Dieser Zug steht am Bahnsteig gegenüber. Tja, die Russen, die fliegen schon zum Mond. Und wo sind wir heute? Ja, weiß nichts. Da, deutsche Reichsbahn.
Servus. Ja. Die hintere Lüftklappe klemmt wieder, der Kriebel. Ah, jetzt. Hinter dem Bahnhof der kleinen Industriestadt Elsterberg führt die Reise durch den gleichnamigen Tunnel. Auf der anderen Seite befinden sich Schrankenposten und Haltepunkt des Kunstseidewerks Clara Zetkin. Im Bahnhof Renzschmühle werden die Schranken geschlossen. Der Fahrdienstleiter eilt vom Dienstgebäude zum Stellwerksanbau, um dort am sächsischen Kurbelwerk das Ausfahrtssignal auf Fahrt zu drehen. Drei Kilometer weiter führt hinter dem Bahnhof Bartmühle die Reise unter der Strecke Reichenbach-Plauen hindurch. Der Laufweg des SVT hätte von Leipzig über Werdau auch hierher führen können und dann weiter über die Verbindung Plauen-Weischlitz ins Elstertal. Die Elstertalbrücke sieht immer wieder schöner als von unten. Die Weiche unter dem Viadukt ist Langsamfahrstelle. Lokführer Hans-Jürgen macht den Regler zu, dreht die Steuerung auf große Füllung und öffnet die Druckausgleicher, damit das Triebwerk der 03 kompressionslos rollt. Hinter der Lahrstelle kann wieder Dampf gegeben werden. Die Steuerung wird auf Null, also in die Mitte gelegt. Der Regler wird geöffnet. Dann die Steuerung wieder ausgelegt. Das Triebwerk beginnt zu arbeiten. Und wie?
Der Stadtrand von Plauen kommt in Sicht. Unsere Fuhre durchfährt auf der Talstrecke die Bahnhöfe Plauen-Krischwitz und Plauen-Unterer Bahnhof. Die Hauptstadt des Vogtlandes ist erreicht. Hier liegt das Zentrum der sächsischen Weißwarenfabrikation. Erwähnt seien hier die Plauener Spitzen, Stickereien und Gardinen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Plauen zum großen Teil zerstört. 1965 ist der Wiederaufbau noch voll im Gange. .03001 nähert sich dem unteren Bahnhof von Plauen. Jetzt heißt es Endspurt für das letzte Stück bis Weischlitz. In Weischlitz wird der Schnelltriebwagen schon erwartet. Die 03 hängt ab und wird sich gleich auf den Weg nach Gera machen, um von dort einen Schnellzug nach Leipzig zu bringen. Auf der anderen Bahnhofsseite steht ein eilig zusammengestellter Ersatzzug bereit, um die Fahrgäste weiter zu befördern. Der defekte SVT wird von hier aus nach Leipzig zur Reparatur geschleppt werden. 1965 gehört 03001 zu einem riesigen 03-Bestand der Reichsbahndirektion Halle, mit dem ein Großteil des Schnellzugverkehrs auf den sternförmig vom Ballungsgebiet Halle-Leipzig wegführenden Strecken bewältigt wird. Bei ihrer Ablieferung war 03001 das Nonplusultra im Schnellverkehr. Erst Stromlinien-Dampfloks und Schnelltriebwagen liefen ihr Jahre später den Rang ab.
Doch für die Eisenbahn sollte die 03 über eine Dienstzeit von fast 40 Jahren unverzichtbar bleiben. Und wo sie auftaucht, ist sie immer noch ein Star auf Schienen. SVT 137-225 bleibt in den Zylinderabdampf gehüllt zurück. Seine Reisenden haben den eleganten Zug sicherlich schon verflucht, ob der auf sie zukommenden Unannehmlichkeiten durch Verspätung und zusätzliches Umsteigen. Bevor auch wir mit dem Ersatzzug weiterfahren, drehen wir die Uhr um eine Stunde zurück und schauen, was sich nach dem Bekanntwerden der Zuglaufstörung des SVT im BW Adorf getan hat. Das BW Adorf ist für die Strecken im oberen Vogtland zuständig und beheimatet natürlich keine Starloks. Der Lokbestand setzt sich aus sächsischen und preußischen Arbeitsfährten zusammen, die auf der Hauptstrecke Plauen-Weischlitz-Bad Brambach und auf den Nebenstrecken nach Aue, Klingenthal und Falkenstein ihre Dienste versehen. Das kleine Bahnbetriebswerk liegt außerhalb des Ortes an der nördlichen Bahnhofseinfahrt. Die Dreizylinder-Güterzuglok der Baureihe 5810, ehemals preußische G12, ist 1965 noch im Vogtland heimisch. Die G12 wurde ursprünglich auch noch für die sächsische, württembergische und badische Staatsbahn geliefert. Nach Übernahme durch die Deutsche Reichsbahngesellschaft, DRG, erhielten diese Maschinen die Nummern 58-3 und 4, 58-5 und 58-2. Die G12 war übrigens die erste vereinheitlichte Dampflok und lange Zeit im Güterzugdienst unschlagbar. Die 58-1048 ist gerade im BW Adorf eingetroffen. Die Mannschaft hat die Lok restauriert und mit einem Reservefeuer auf Gleis 15 abgestellt. Für das Lokpersonal ist jetzt Feierabend. Man geht in die Lokleitung, um sich dort zurückzumelden. 58-48, Eisgeschlag steht im Haus. Jawohl. Kollegen, für den ausgefallenen Triebwurm macht sich eine Ersatzlok erforderlich. Wärt ihr bereit, nochmal Z2-Schlitz zu fahren? Und Zug nach Adorf. Ablesen wäre dann am Bahnsteig in Adorf. Na ja, wenn es alles gefallen hat, Zürich ist da kaputt, das kann man es machen. Ich guck mal, ob ich noch Bämme habe. Jawohl. Na, ja, was nehmen wir denn da von Anlag? Nehmen wir unsere 1048 wieder oder nehmen wir was anderes? So, ihr nehmt die 38205, die steht auf dem Kanal, die könnt ihr dann wegnehmen. Das ist gut. Kühlen geladen sind wir im Wasser. Ist alles geladen, jawohl, ist aufgerüstet. Schön, wir machen los. Auf dem Kanal erhält 38205 mit dem Greifer gerade eine letzte Ladung Kohlen. Im Bahnbetriebswerk heißt die Grube für das Ausschlacken zwischen den Gleisen kurz Kanal. In einem kleinen BW genügt ein Kanal. Bei größeren Anlagen gibt es zwei oder mehr Schlackengleise, die auch länger als der Adorfer Kanal sind. Auf diese Weise können viele Maschinen gleichzeitig behandelt werden, muss doch für jede Lok eine halbe Stunde eingerechnet werden. Lokführer Günter Marschall und sein Heizer übernehmen die frisch restaurierte 38205. Der erste Augenmerk gilt dem Feuer, dann dem Wasser im Kessel. Die Lok ist gut versorgt, die Fahrt kann sofort losgehen. Zunächst wird 38205 auf der Drehscheibe gedreht werden. Man wird rückwärts nach Weischlitz fahren, das heißt Tender voran. Bei der hinten offenen 38er ist das bei schlechtem Wetter eine unangenehme Sache. Heute aber herrscht freundliches Spätherbstwetter und die wenigen Kilometer bis Weischlitz sind kein Problem. Die Rückwärtsfahrt bringt den Vorteil, dass die Lok in Weischlitz gleich an den Zug fahren kann und nicht erst in das dortige BW zum Drehen muss. Das würde zusätzliche Zeit bei Rangierfahrten kosten. Thank you.
Nach Bischheim machen wir Essen immer Eger und Einfahrt. Von 1920 an waren in Adorf die sächsischen 38er zu Hause. Das BW beheimatete mindestens 10 Maschinen. Im Gegensatz zur preußischen P8, die die Nummern 38.001 folgende belegt, haben die Sachsen Nummern von 38.201 bis 334. Vier vor der Umzeichnung als Reparationsleistung nach Frankreich abgegebene sächsische 38er kamen im Zweiten Weltkrieg zurück und erhielten die Nummern 351 bis 354. 1965 beheimatet das BW Adorf keine sächsischen 38er mehr. Die hier eingesetzten Loks gehören zum BW Karl-Marx-Stadt Hauptbahnhof. 38205 verlässt nun vorwärts das BW in Richtung Bahnhof. Am nördlichen Ausfahrtstellwerk wird sie dann freie Fahrt in Richtung Weischlitz erhalten und rückwärts am BW entlang dampfen. Wir sehen die 38er in Weischlitz wieder. Dort steht am Bahnsteig schon der Ersatzzug bereit. Die Reisenden des SVT werden vom Zugführer erwartet. Zum Sonderzug nach Kalmivari einsteigen, bitte. Was ist denn das? Eintreten. Gottes Willen, das soll erste Klasse sein? Nee, danke. Während beim Ersatzzug letzte Vorbereitungen laufen, fährt auf dem Nachbargleis ein Güterzug mit 58261, einer ehemals für die Badische Staatsbahn gebauten G12, ein. Was wollen ihr heute verfahren? Besonderes bei dir. Oh. Na, habt ihr schon mal an die Uhren geguckt, wie spät es ist? Ja, Feierabend haben wir schon lang, aber in Adorf haben wir abgelesen. So, dann geht's ja noch, ne? Ja. Wir haben dann noch viel Spaß. Ja, Dankeschön. Ja, gut. Gut, gleichfalls. Wir werden heute unseren Aussatz SVT mal losfahren. Muss ja noch was schaffen. Ausfahrt steht. Die Reise in Richtung Karlsbad geht nun mit 38205 weiter. Thank you.
Papa, was ist denn für ein Lok vorne dran? Das muss der Rollwagen sein. Ich habe die Nummer gesehen. Ich glaube, das ist die 38205. Fahren Sie denn auch öfter in die Chases, ja? Hier ja. Mit dem Triebwagen? Ja, aber eigentlich ist mir die Dampfeisenbahn lieber. Vor dem Krieg wurden mit den sächsischen Rollwagen, wie die 38-2 heißt, beim BW Adorf sogar die internationalen Schnellzüge planmäßig bespannt. Woher der Name Rollwagen kommt, lässt sich nur vermuten. Ein Merkmal ist die gedrungene Bauart. Das tiefliegende Umlaufblech besaßen nur die ersten 30 Maschinen. Am Ende der 3 Kilometer langen Talsperre Pirk liegt die Teppichstadt Oelsnitz. Von Pirk bis Adorf ist die Strecke durchgehend zweigleisig. Und so kann 38-205 den Bahnhof Oelsnitz durchfahren, ohne eine Kreuzung abwarten zu müssen. Mit diesen Aufnahmen lassen wir einen erlebnisreichen Tag in der so legendären Dampflokzeit zu Ende gehen. Im Film bleibt die Epoche des Dampfbetriebes lebendig. Der nächste Rückblick kommt bestimmt. Sie können sich jetzt schon darauf freuen. Was sind Sie eigentlich von Beruf? Ich bin Lokführer. Lokführer, ja? Das würde ich als Kind auch einmal werden. Aber leider, es wurde nichts daraus. Ja. Na, dann genießen Sie noch einmal die Fahrt in diesen alten, gemütlichen Wagen, denn bald kommen rekonstruierte Wagen zum Einsatz. Und wann kommen denn die ersten Dieselloks dann auch nach Adorf? Also, so wie ich weiß, im kommenden 5-Jahr-Plan ist wohl noch nicht daran gedacht, hier bei uns im Vogtland die Dampflok zu ersetzen. Thank you.
Dreifache Parallelausfahrt aus dem Hamburger Hauptbahnhof. Eine großartige Filmsequenz und dennoch nur eine von vielen, die das EK-Filmteam in den vergangenen Jahren aufgenommen hat. Wie Sie wahrscheinlich wissen, seit 1984 gibt es die EK-Videothek und seither sind mehr als 70 Eisenbahnvideos erschienen. Deshalb haben wir Ihnen einen Überblick verschafft und hier der erste Bereich deutsche Lokomotiven und da gleich eine meiner Lieblingssequenzen überhaupt aus dem Film 62015, die kleine 01. Na, liebe Zuschauer, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Eindrucksvolle Dokumente. Das ist auch die Stärke der EK-Filmmannschaft. Man hält nicht einfach drauf, filmt ab, sondern man inszeniert und man führt profihaft Regie. Nun von der kleinen 01 zur großen, zur richtigen, schönen Schnellzuglokomotive. Und da haben Sie die freie Auswahl. Die Auswahl zwischen 01 150, 01 519 und 01 1100. Schon wieder.
nun zu Eisenbahnen in aller Welt. Fachbezeichnung Globetrotter-Videos. Mehr als 10 Filme gibt es bereits und es sind noch einige interessante Themen in Arbeit. Beginnen wollen wir im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Titel des Filmes Daylight, Big Steam in the West. International das EK-Videoprogramm. Übrigens, die EK-Videos gibt es auch in englischer und italienischer Sprache. Und Italien, das ist das nächste Stichwort, Sardinien, dahin führt uns unser nächster Ausflug. Das nächste Thema möchte ich ganz lapidar mit die gute alte Bimmelbahn beschreiben. Schmalspurromantik in Ost und West mit Schwerpunkt natürlich auf Ost. Diese alte Dame hier, das ist meine Lieblingslok, die sächsische 4K. Sie ist der Star in unzähligen Filmen von uns und ich habe sie überreden können, dass sie sich selbst höchst persönlich vorstellt. Aber jetzt übertreibt sie. Oh Gott! Guten Tag, ich bin die 99-1568. 1910 kam Sperr-Hartmann in Chemnitz auf die Welt als 4K 158.
Meine älteste Schwester ist von 1892. Die kleinste ist 30 Jahre jünger. 96 Geschwister waren wir mal, aber wie so ist, die meisten hat das Zeitliche gesegnet. Heute sind wir bloß noch zu 10. Und eins kann ich euch sagen, wir haben rumgewärscht. Meine beiden Triebwerke sind immer noch sehr gelenkig. Jede enge Kurve nehmen wir mit Leichtigkeit. Wenn es sein muss, ziehen wir auch heute noch 300 Tonnen. Eifer Bipsch. Kassetten über den Betrieb bei der Deutschen Reichsbahn gab es beim Eisenbahnkurier schon, ehe die Politiker das Wort Wende überhaupt richtig buchstabieren konnten. Jetzt gibt es mehr als 20 Kassetten über die Deutsche Reichsbahn. Schauen Sie mal rein, hier erlebt man noch Eisenbahn pur. Das war die Schnupperkassette, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß dran. Tschüss, bis zum nächsten Mal.